Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, mal 10 Minuten Theologie zu machen. Es ist ein schönes Format. Ich mache ja sonst immer, weiß nicht, 13 Stunden die Woche Theologie und 10 Minuten mal, sich mal fokussieren zu dürfen und mal zu sagen, mal etwas Wichtiges, etwas Wesentliches, etwas vielleicht auch für mich Bedeutsames, Ihnen hier so ein bisschen zu zeigen, das hat mich dann doch auch gereizt. Ich finde das ein schönes Format und habe gerne zugesagt. Dein Wille geschehe, warum das Christentum nicht schicksalsergeben ist. Die Idee zu diesem Vortrag ist im Grunde 7 Jahre alt. Ich habe Ihnen einen Text mitgebracht, auch wenn ich sonst nicht so viel von Vorlesen fertiger Texte halte, den ich Ihnen nachher vortragen möchte. Ich möchte einen Vorspann aber ein bisschen zeigen, wie dieser Text zustande gekommen ist und werde den Vorspann mit einem aktuellen Einstieg verbinden. Sie sehen hier die Unterführung neben dem Bahnhof in Schwäbisch Gmünd. Da komme ich her. Da bin ich eigentlich auch tätig an der Pädagogischen Hochschule dort. Bin für ein Jahr da beurlaubt, um hier eine Professur zu vertreten. Am Sonntagabend hatten wir in Schwäbisch Gmünd Hochwasser. Das haben Sie vielleicht den Nachrichten entnommen. Diese Unterführung ist fast bis unter das Dach vollgelaufen. Da passen normalerweise unten Busse durch. Einige Jugendliche, junge Erwachsene hatten die Idee, hier schwimmen zu gehen. Unglücklicherweise ist unten in der Unterführung ein Schachtdeckel hochgedrückt gewesen und das ablaufende Wasser hat eine enorme Sogwirkung entfaltet. Ein 21-jähriger junger Mann wurde in diesen Schacht gesogen. Ein Feuerwehrmann, der ihn retten wollte, der mit Seilen gesichert war am Baum, am Fahrzeug mit mehreren Personen, ist ebenfalls ums Leben gekommen und ist in den Schacht gezogen worden. Das Seil ist gerissen. Wir hören das immer wieder bei Hochwasser, jetzt auch wieder in Niederbayern. 4 Tote, das gehört dazu, man nimmt das so hin. Dann, wenn es einem nahe kommt, wenn man den Ort kennt oder wenn man, wie meine Frau, an der Schule unterrichtet, wo dieser 21-jährige junge Mann in eine Berufsschulklasse ging, dann bewegt es einen noch einmal anders. Vor 7 Jahren, wie gesagt, ist dieser Text entstanden. Am 11. März 2009 gab es einen Amoklauf an der Albertville-Realschule in Winnenden. Das ist von Schwäbisch Gmünd in Richtung Stuttgart in einer halben Stunde erreichbar. Ich lese Ihnen meinen Text vor. Dein Wille geschehe. Klarstellungen zum Verständnis der Vaterunser-Bitte, dem Andenken von Michaela Köhler, Nina Meyer und Sabrina Schüle, gestorben am 11. März 2009. Der Schrecken kam auf Raten näher. Amoklauf in Winnenden, nicht weit von unserer pädagogischen Hochschule. Unter den 3 toten Lehrerinnen eine Referendarin. Kennen wir die Kollegin? Nach und nach stellt sich heraus, alle 3 haben bei uns studiert, in den Jahren 2006, 2007 und 2008 ihr erstes Staatsexamen abgelegt. Viele Lehrende und Studierende haben noch lebendige Eindrücke vor Augen, manche haben Freundinnen verloren. Auch ich erinnere mich noch klar an eine lebensfrohe junge Frau, die jetzt tot ist. Ich fühle neben dem Schrecken Trauer und Wut. Dafür haben wir diese jungen Menschen nicht ausgebildet, dass sie so sinnlos sterben müssen. Im Gottesdienst dann das Vaterunser. Dein Wille geschehe. Viele meiner Studierenden reden und schreiben gerne von einem Plan Gottes, in dem alles seinen Sinn habe, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Ist das gemeint? Dein Wille geschehe, heißt das, was auf Erden geschieht, auch wenn wir es nicht verstehen, ist von Gott gewollt. Und das Vaterunser wäre dann unsere Einwilligung in diesen uns unverständlichen Plan. Ein solcher Fatalismus, eine solche Schicksalsergebenheit ist eben nicht die Sache christlicher Theologie.
Wenn Jesus seine Jünger beten lehrt, dass Gottes Wille geschehe, dann wird aus dem Kontext seines Lebens und Lehrens klar, was damit gemeint ist. Die Bitte um das Geschehen des Willens Gottes ist uns nur in der matthäischen Version des Vaterunser-Gebets, Matthäus 6, Vers 9 bis 13, überliefert. Das Vaterunser ist bei Matthäus das Zentralstück der Bergpredigt. Und gegen deren Ende hören wir: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der Wille Gottes ist also offenbar etwas, das man tun kann oder auch nicht. Und er hat zu tun mit dem Reich Gottes, dessen Nähe Jesus verkündete und lebte. Wir sind also weit weg von einem Plan. Der Wille Gottes beschreibt vielmehr ein ideales Zusammenleben der Menschen, das wir eben noch nicht selbstverständlich erleben. Gerade deshalb müssen wir darum bitten. Es ist nämlich nicht der Wille Gottes, dass Kinder und Jugendliche ein solches Maß an Frustrationen einstecken müssen, dass sie darüber gewalttätig werden. Es ist nicht der Wille Gottes, dass Eltern und Schule in manchen Fällen Heranwachsenden offenbar nicht die Unterstützung geben können, die sie brauchen. Und es ist schon gar nicht der Wille Gottes, dass sinnlos Leben zerstört wird, dass Menschen aus der Mitte ihrer Familien und Freunde weggerissen werden. Wenn der Wille Gottes geschieht, dann ist das vielmehr so, wie es die Seligpreisung am Anfang der Bergpredigt verheißen. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Und wer darum bittet, dass dieser Wille Gottes Wirklichkeit wird, der wartet nicht nur auf eine bessere Zukunft, sondern er sagt damit auch, dass er oder sie jetzt schon nach diesem Willen leben, ihn also tun will. Dass unsere Welt diese Hoffnung braucht und Menschen, die in ihrem Lichte jetzt schon handeln, das ist deutlich. Dein Wille geschehe, gerade weil die Dinge einfach nicht nach einem guten Plan Gottes laufen, können, ja müssen wir heute so beten. Gerade wenn wir in der Schule oder ihrem Umfeld arbeiten, gerade nach Winnenden. Mit dieser Interpretation, dass dein Wille geschehe, nicht eine Einwilligung in Sinnloses ist, was sinnlos ist und sinnlos bleibt, sondern eine Bitte um Veränderung unserer Welt nach einem besseren Willen Gottes, nach dem wir uns auch ethisch ausrichten können. Ich meine, mit dieser Interpretation gewinnen wir einen Zugang zu diesem Gebet, das uns vielleicht schon auch hilft, mit solchen schweren Erfahrungen umzugehen. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Beginn des Sommersemesters 2009. Wir hatten noch ein weiteres Drama zu verkraften. Es gab ein Familiendrama in Eislingen, wo ein Junge mit seinem Freund seine beiden Schwestern und seine beiden Eltern erschossen hat. Die beiden Schwestern waren beides Studentinnen von mir, die eine kurz vor dem Examen, die andere im ersten Semester. Und ich hatte die Einführung des Neuen Testaments zu Beginn mit der Gruppe, wo die Annemarie jetzt fehlte. Ich habe das wie in jedem Semester damit gemacht, dass ich gesagt habe, im Zentrum des Neuen Testaments steht die Botschaft von der Auferstehung Jesu und der Glaube daran. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen kann, ob das nicht zu einfach und zu schnell ist. Für mich war dann aber die Einsicht, dass man es gerade da sagen muss, beziehungsweise wenn man es da nicht sagen kann, könne man doch ganz darauf verzichten, von so etwas wie Auferstehung, von einer Hoffnung zu sprechen, die stärker ist als der Tod. In diesem Sinne möchte ich auch die Vaterunser-Bitte verstehen. Sie merken, dass da ein bisschen, oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern einiges auch an persönlichem Engagement mit dahinter steht, hinter dieser Interpretation. Meine aber auch, dass das exegetisch gut abzusichern ist. Das würden wir jetzt, wenn wir nicht nur 10 Minuten Theologie, sondern zum Beispiel 90 Minuten machten, am Matthäus-Evangelium alles schön nachvollziehen können. Das bleibt Ihnen aber heute erspart. Und ich wünsche Ihnen einfach noch einen schönen Tag. Ich wollte nicht, das sage ich nochmal dazu, vor allem Betroffenheit weitergeben, indem ich solche Geschichten erzähle. Aber ich meine, dass das so ein Punkt ist, wo wir häufig, ja sagen wir auch, mit Gottes Vorstellungen oder Glaubensvorstellungen zu tun haben, die meines Erachtens an der Stelle nicht so weit tragen,
wie sie vorgeben, es zu tun. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe Ihnen das hier mit. Also vielen Dank und noch einen schönen Tag.